gehen wir auf die Karte und schauen wir mal, wo wir letztes Mal waren. Das hier schon gemacht? Das haben wir schon gemacht. Gehen wir ganz klassisch. Oh Gott. Ja. Dann schwingen wir mal die Hufe. Ich habe wahrscheinlich auch eine Lösung für das Delay gefunden, das ich hier beim Spielen habe. Statt einer neuen Capture-Karte habe ich mir einfach einen HDMI-Splitter geholt, beziehungsweise bestellt. Der müsste morgen ankommen. Oh Gott, dürfen wir da weit schwingen. Egal, kriegen wir hin. Aber wir holen uns was. Anzüge. Ja, bitte Anzüge. Den neuen Anzug. Wie nehmen wir denn? Super, Trophäe erhalten. Wofür auch immer. Oh, Herr Nasty. Hallöchen. Alles schicki bei dir? Den haben wir noch nicht, den haben wir noch nicht. Ach, hey, warte mal. Kann den Chat gar nicht lesen. Ja, man muss aber auch sagen, der verkauft sich halt auch am besten. Das war bei den Comics damals schon so. Das ist neben Superman und Batman eigentlich der dritte, der sich halt immer schon gut verkauft hat. Da haben sich die Comics gut verkauft, da hat die erste Tobey Maguire Trilogie ziemlich gut eingeschlagen, dann hat Sony den Hals nicht voll gekriegt und hat eine neue Trilogie gewollt. Nicht geschafft. Das Übliche halt. Aber das Spiel macht echt Spaß. Immer wirklich Spaß. Ja, Tobi war toll, aber dann, ich glaube, beim dritten Teil hat Sony so viel reingeredet, dass weder der Regisseur noch Bock hatte, noch hatte Tobey Maguire weiterhin Bock und dann sind alle abgesprungen. So wie Sony das immer macht. Die landen Glückstreffer und dann wissen die nicht, woran es lag und machen es alles noch schlimmer. Hoppala. Aber das Spiel, das ist echt gut. Nein, hoch. Hoch. Der hat der Automat mal was rausgefiltert. Warte, ich mache ich. Ah. Warte. Ich erlaube das mal, aber trotzdem bitte ein bisschen zurückhalten. Tom Holland hat aber den Vorteil, dass der Typ, dieses Freerunning, also wo man von Gebäude zu Gebäude springt und Gymnastik selber kann, das merkt man ihm an. Warte, ich hoffe, der HDMI-Splitter funktioniert nur, dann habe ich den Delay nämlich nicht mehr, denn der macht mich wahnsinnig. Ja, einigen wir uns auch auf, dass es beides ist. Runter und hoch. Das schwingt, das haben sie in dem Spiel so gut hinbekommen. Macht das einfach mal so super Laune. Ich frage mich, was Schocker dieses Mal Alter, Nasty. Versuchst du ja die 10 voll zu kriegen in dem Stream, ja? Obwohl ich das erste hätte ich gesagt, schlimmer fand. Ja. Keine Ahnung, der hat Ladyboy hier gefiltert. Frag mich nicht warum. Ich habe den sogar noch auf ein bisschen leichter eingestellt. Also nicht härter eingestellt, sondern leichter. Aber trotzdem, bitte. Ja, ich weiß auch nicht, warum er das rausgefiltert hat. Oh, ich habe auch keine Lust, alle 5 Minuten rauszutappen. Wobei, bei der PlayStation geht's noch. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch mitbekommen, dass du ihn nicht magst. Aber gestern wurde ein neuer Deadpool angekündigt mit Hugh Jackman als Wolverine. Da freue ich mich drauf.
Sherman? Nicht jetzt. Und sag mal bitte Bescheid, ob ich hier irgendwie einen Doppelton habe. Ich habe das jetzt hier ganz komisch gelöst. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob Marvel gegen die Wand fährt. Die haben bisher, ich glaube, 5 oder 6 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten kommen von Disney. Also da, wo Marvel zugehört. Ich glaube, oder? Ich glaube, die machen damit schon ganz gut Geld. Gib's auf, du wirst mich nie fangen. Hast du letztes Mal auch gesagt. Ich will nicht hingeguckt. Dankeschön, dann halt nochmal. Ich habe den immer noch nicht gesehen. Ich habe eigentlich jeden Marvel-Film gesehen und es gibt so 2, 3, die fand ich richtig schlecht. Ich habe von einem Kumpel gehört, dass der letzte Tor richtig schlecht sein soll. Aber gut, der ist auf Disney Plus, der ist kostenlos. Also bei den Comics aber teilweise noch schlimmer gewesen. Wenn du wüsstest, was es da alles gibt, da gibt es Crossover zwischen X-Men und Star Trek. Da hast du die X-Men auf der Enterprise-D. Die übernehmen das jetzt für die Filme. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Komm schon, Herman. Red zumindest mit mir, damit es interessanter wird. Mir gefällt Star Trek auch. Ich sag nur, dass also sehr komische Crossover vorkamen. Gerade in den Comics gab es recht viele Crossover zwischen DC und Marvel. Also das heißt, du hast Superman und Spider-Man Mister gesehen. Schocker? Und all so ein Zeug, das war teilweise echt geil. Habe ich sogar noch Comics von zu Hause. Oh, wie schnell soll ich denn noch sein? Meter. Der ist schneller als ich. Warum ist der schneller als ich? Du solltest dir, sollst mal warten, bis Strange New Worlds rauskommt. Das ist so gut gemacht. Das ist die erste Serie, wo ich wirklich sage, die haben... Oh, der ist schon wieder weg. Ich sollte nicht so viel haben. Und das ist die erste Serie, wo ich wirklich sage, die haben das alte wirklich richtig perfekt mit dem neuen gemischt. Das ist so gut geworden. Ich glaube, die ist in Deutschland noch nicht draußen. Ich habe auch keine Ahnung, wann oder wo die kommt, weil HBO Max, das ist nicht HBO Max, sondern dieser Paramount-Dienst und alles, das ist so verworren in Deutschland. Aber die Serie ist so gut. Hi, Herman. Echt jetzt? Du spielst halt mit dem Captain Pike und die, das ist so gut gemacht. Gib's so auf. Gut. Du wirst mich nie fangen. Hast du letztes Mal auch gesagt? Ich will dir nichts tun. Mach mich nur langsamer. Oh, jetzt konzentriere ich mich mit dem Spiel. Überaus. Nett. Oder auch nicht. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Nein! Pieperfuck. Komm schon, Herman. Red zumindest mit mir, damit es interessanter wird. Komm schon. Herman? Komm schon. Was? Du hörst also nur noch auf Schocker? Mister Schocker? Wie auch immer ich das geschafft habe. Ja, ehrlich gesagt, ich fand die Picard-Serie auch am besten, aber ja, Zeiten ändern sich. Solltest du dir trotzdem mal Strange New Worlds angucken. Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen, oder? Für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügel später auf dir aus. Deine Wahl. Ich hab genug gesagt. Los, los, los! Darf ich hier noch in der Luft ausweichen? Ich bin nicht Controller zurück, da ich jedes Mal zu so eine Taste ist. Oh,
Höher. Nein, nicht nach rechts. Einfach nur höher. Passt. Zu spät gedrückt. Hallo, Roxy. Ja. Oh Mann, das kann nicht, das ist doch nicht normal, dass ich so lange brauche. Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Design-Tipps. Und später. Ich habe vergessen, das Spiel auf Englisch zu stellen. Na gut, dann zocken wir auf Deutsch weiter. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Ich hab wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht ein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich... Und Punkte ausgeben. Anzuggeräte. Fähigkeiten. Oh yes, oh yes. Geworfene Objekte fügen allen Gegnern in der Nähe Schaden zu. Das ist ehrlich gesagt nicht schlecht. Mal gucken, ob wir hier was nehmen. Das klingt gut. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oder wir nehmen das hier. Ja, nehmen wir das hier. Immer anrufen? Hoppala. Wird ja noch mehr machen. Jederzeit, aber sicher. Anzugmods, was ist das hier? Erhöht die Rate, mit der Fokus generiert wird. Ja, nicht schlecht. Kann ich ja gar nicht herstellen. Ich Idiot da. Setze eine Spider-Drohne ein, die Gegner in der Nähe so mit einem Energieblaster beschießt. Ist nicht. Kann ich auch nicht. Mann.
Gut. Dann reden wir wieder. Cool. Oh. Wir müssen hier runter. Dann gehen wir da runter. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Wo ist sein Büro? Mit Sicherheit nicht hier. Ich stehe das durch. Meinst du? No was? No smoking, eating or drinking. Gut, dass wir hier eh nichts essen können. Tada. Muss meine Krankenakte in Ordnung bringen. Ich helfen. Das ist mein Cam aus Avatar. Wobei ich die noch nicht groß eingestellt habe. Hat nicht gerade sein Büro. Ja. Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Tut sie aber nicht. Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Es war strange. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte es ja gerne auf Englisch umgestellt, aber da muss ich wohl irgendwie aus dem Spiel raus und im Menü irgendwas umstellen. Wollte ich eigentlich vor dem Stream machen, jetzt habe ich es vergessen.
Ja, ganz sicher. Ich habe noch Zeit, bis ich zu Doc ins Labor muss. Was ist das hier? Für ein bisschen Spidey-Arbeit. Da war ich gerade. Hier wollten wir hin. Dat. Soweit. Mr. Lee sprach mich an. Er schien besorgt. Bist du in etwas Gefährliches verwickelt? Oh, es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder wir müssen jetzt hier ein Foto machen. Wir reden wieder. Unten? Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Werde ich hier hängen? Ich werde es ihm ausrichten. Hab dich lieb, Peter. Ich habe keine Ahnung, was du da jetzt schreiben wolltest. Alle Einheiten. Zeugen. Nein, ich habe keine Zeit. Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo, was gibt's? Lance Corporal Fixe, du hast hier für eine Armprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur. Ich komme sofort. Ja, nee, ich komme nicht sofort. Ich will ein Foto machen, aber wo? Die Unverfälligkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch, Parker, in Ihnen steckt so viel mehr. Na, oh, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Ich habe die Standardeinstellung genommen und ein bisschen gelockert an einigen Stellen. Fenster. Aber ich habe immer das Gefühl, dass da drin irgendwas Seltsames abläuft. Ist das nicht das Gebäude von Dr. Strange? Immer so nebenbei. Gehen wir erst dahin. Hoppum. 10-10, brauche einen Officer für gemeldet. Ja gut, dann gehen wir noch dahin. Könnt ihr nix alleine machen. Hi. Nicht du! Sie hat doch gesagt, das Insekt hat... Ehrlich gesagt, bin ich kein Fan der Pharma-Riesen. Vor allem keine Hinterhof-Pharma-Riesen. Die zermal mit dir! Schieß schon! Dafür wirst du zahlen! Ich will dich... Ich warte auch bis zum letzten Moment. Er war ein Loser. Ich bin keiner. Ja, ihr seid ein Loser. Mach die kalt. Ach, hier ist noch einer. Ja.
Den Dealern die Seele aus dem Leib zu prügeln, ist meine Antidroge. Ja, Wanda hat schon was. Die hat definitiv schon was. Vielleicht besser, wenn ich nicht hier bin, wenn die Cops kommen. Ja, kann ich jetzt endlich weiter? Ja, Achtung. Tschüss. Sorry. Ja, etwas brutal ist gut, aber der... Ich mochte den Film. Aber ich mag auch Wanda. Aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen. An alle Einheiten. Oh, nicht schon wieder. Ja, an alle Einheiten hier schon wieder. Könnt ihr nichts... So, wo seid ihr? Spider-Spinner! Ich hab keine Zeit! So viel dazu. Sind die hier oben? Oh. Hi. Ihr seid aber nicht vom Schlüsseldienst. Komm hier rüber! Ja. Er ist verletzt! Ist er nicht! Bitte. Halt still. Oh, crap. Tschüss. Kleiner Tipp. Klappt es weder mit Aufbrechen noch... Ja, und deswegen hat er das auch verdient, darunter zu fliegen. Oder meinst du mich? Hab ich welche? Egal, ich würde sowieso was Neues wählen. Ich wechsle jetzt alle paar Minuten hier den Anzug. Ich mache immer noch den hier. So. Eat peace, motherfuckers! Lass mich durch, ich will ein Foto machen. Dankeschön. Und zum nächsten. Raph zu verkürzen und mich für seine Taten verantwortlich zu machen. Und dagegen wehrt sich J. Jonah Jameson. Ich war dir noch nie so nah. Tja. Wenn das Mom sieht.